Heute fahre ich zum Tesla Service Center und lasse mir den CCS-Adapter einbauen bzw. das Auto darauf vorbereiten. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, ich bin jetzt hier gerade beim Kindergarten, beim Lager. Wir hatten nämlich gestern Kinderfasching, da habe ich ein paar Sachen transportiert, die habe ich jetzt gerade abgeladen. Und jetzt geht es quasi auf direktem Wege zum Tesla Service Center in Stuttgart. Und da kriege ich quasi mein Fahrzeug angepasst, ich weiß nicht genau, was da gemacht werden muss, an diesen CCS-Adapter und dann kann ich eben mein Auto auch an CCS laden. Bisher habe ich es noch nicht wirklich gebraucht, muss ich ehrlich sagen, weil an den Tesla-Stationen kann man ja überall halt ganz normal mit dem Tesla-Stecker laden, der halt so ein Typ-2-Style ist, aber trotzdem Gleichstrom integriert hat. Für die Zukunft finde ich aber das ganz wichtig eigentlich, dass man diese CCS-Möglichkeit hat. Erstens, weil der V3 Supercharger, also die nächste Version des Superchargers, wahrscheinlich nur noch CCS-Anschlüsse haben wird, also nicht mehr die alten Tesla-Anschlüsse. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis dann wirklich alle umgerüstet sind. Insofern habe ich da keinen großen Stress. Aber man kann ja zum Beispiel jetzt mit CCS auch an Ionity, an Fastnet oder ja sowas halt laden, halt an allen möglichen anderen Ladestationen. Das habe ich bisher noch nicht gebraucht, aber ich sag mal, falls es mal nötig wäre und falls irgendwie gerade ein Supercharger nur weiter weg wäre und ich irgendwo laden muss, würde ich mich natürlich ärgern, wenn ich dann halt da nicht laden kann oder zumindest nicht vernünftig schnell. Zusätzlich ist mir das in letzter Zeit öfter mal passiert, wenn wir zum Beispiel beim IKEA waren, dass beide Typ-2-Stecker belegt waren und ein CCS wäre frei gewesen oder ein CHAdeMO. Den Adapter habe ich auch nicht. Den hole ich mir jetzt aber auch nicht mehr, denn ich will gleich eigentlich auf CCS gehen, weil das, glaube ich, deutlich verbreiteter ist. Es gibt CHAdeMO schon immer noch, aber es sind einfach nicht so viele vorhanden und dann auch nicht in der gewünschten Ladegeschwindigkeit. Genau, deshalb machen wir das jetzt. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert. Ich habe einen Termin um 10, jetzt ist 9. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich besuche vorher noch einen Kumpel und dann fahren wir mal zusammen nach Stuttgart. Viel Spaß dabei. Das Auto ist jetzt gerade im Service Center. Das dauert ungefähr 2 Stunden. Die müssen auch ein bisschen was am Kabelbaum verändern und ein neues Steuergerät einbauen. Das haben sie mir gerade noch gesagt. Und um 12 Uhr kann ich das wieder abholen. Das sieht man jetzt auch in der App. Das blende ich euch hier mal kurz ein. Wirklich cool. Und ich bin jetzt aus dem Tesla-Gelände raus und dann rechts abgebogen. Und ziemlich direkt danach kann man wieder rechts rein. Und dann ist hier dieser wunderschöne Bachlauf. Und Spazierweg und so, also da kann man sich wirklich toll die Zeit vertreiben. Und ich habe jetzt hier dieses Setting mal ausgewählt, weil ich noch ein anderes Video machen will, die Batterierevolution Teil 2. Und genau, das werde ich jetzt mal machen, aber ich wollte euch das einfach mal hier kurz zeigen, weil es ist wirklich mega schön hier. So, das hat funktioniert, der Service ist abgeschlossen. Ich habe mit denen nochmal gesprochen, also man musste da tatsächlich Kabelbaum und ein Steuergerät im Auto halt einbauen bzw. verändern. Hier ist jetzt dieser CCS-Adapter in so einem Paket, ist auch noch ungeöffnet. Das muss man da jetzt einmal aufmachen. So. Ja, und dann ist es da drin. Nicht weiter spektakulär, das Teil kennt ihr alle.
So, was die mir jetzt noch gesagt haben, immer wichtig, zuerst das Kabel an den Adapter und dann das ganze Paket ins Auto rein. Es kann auch andersrum funktionieren, aber eben nicht zwangsläufig. Der ganze Einbau und dieser Adapter haben zusammen 500 Euro brutto gekostet, also inklusive Mehrwertsteuer. Und was ich auch, weil ich sehe das ganz oft, dass Leute dieses Teil dann immer verwenden, das macht eigentlich keinen Sinn. Also an so einer Supercharger-Station, wo ihr immer noch diesen alten Typ, oder alt, also den für Model S und Model X Typ 2 Schnellladeanschluss habt, da könnt ihr auch einfach den verwenden. Theoretisch geht es hierdurch sogar langsamer, weil ja der Strom hier noch einmal da durchfließen muss und dadurch natürlich der Widerstand sich ein wenig erhöht. Insofern würde ich nicht empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, an so einem Doppelstall zu laden, diesen zu benutzen. So, sinnvoll ist es natürlich für Anschlüsse, wo nur CCS sind. Also das haben wir schon gesagt, IKEA, Aldi, Ionity, Fastnet und so weiter. Das ist wirklich sinnvoll. Und auch in Zukunft für die V3 Supercharger, die werden nur noch eben so einen CCS-Anschluss haben. Das habe ich auch nochmal gefragt und es ist so. Also spätestens dann, wenn überall V3 Supercharger stehen, braucht man den dann auch wirklich. So, jetzt stecken wir mal an und gucken mal, ob es funktioniert. So, jetzt fehlt mir hier natürlich insgesamt eine Hand. Also nochmal nicht empfehlenswert, was ich jetzt tue. Hier ist jetzt der CCS-Anschluss. Ihr seht, da ist auch noch der andere, der jetzt für mein Auto passend ist. Und jetzt müssen wir das da irgendwie, ich brauche eine Hand mehr. So, ich habe euch mal kurz auf den Boden abgestellt. Also hier den da einmal vorne rein, klack. Dann den Ladeanschluss öffnen, einstecken. Klick, klack. Und jetzt blinkt es kurz blau und dann sollte es gleich grün blinken. So, ihr seht, jetzt blinkt es grün. Jetzt gehen wir nochmal ins Auto. Und da sehen wir, dass jetzt die Ladegeschwindigkeit hier langsam hochgeht. Wir sind bei 70 Kilowatt, 65, haben aber auch schon 54% drin und der Akku wird relativ kalt sein. Also da sind jetzt hier keine wahnwitzigen Geschwindigkeiten zu erreichen, aber ich sage mal, grundsätzlich funktioniert die Sache. Das wollte ich nur mal kurz ausprobieren. Genau, und das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein für das Video. Im Prinzip keine so spannende Sache und auch nicht so was Neues, aber ich wollte einfach nochmal den ganzen Prozess zeigen, wie das Ganze funktioniert und warum das tatsächlich Sinn macht, das jetzt zu tun. Oder halt demnächst, falls ihr noch so einen Adapter nicht habt, weil ich denke, für die Zukunft macht es auf jeden Fall mega Sinn, auch für den Wiederverkaufswert von eurem Fahrzeug macht es Sinn, hier das jetzt zu tun. Ich weiß nicht, ob das für immer nur, in Anführungszeichen, nur 500 Euro kosten wird. Ich finde es wirklich nicht viel, weil damals dieser CCS, dieser Shademo-Adapter, der hat ja auch irgendwie 500 Euro oder mehr gekostet, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ich habe ihn nicht gekauft. Und da wurde ja am Fahrzeug nichts verändert. Also deshalb finde ich das relativ günstig noch hier für wirklich 2 Stunden Arbeit am Fahrzeug und Änderung des Kabelbaums und ein zusätzliches Steuergerät und dieser Adapter 500 Euro brutto. Finde ich, ist ein ganz guter Deal und ja, wappnet euch im Prinzip für die Zukunft. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch.